Hallo, herzlich willkommen. Wir stellen in unserem Impuls vor, wie man mit Mindtest, das ist das freie Minecraft, in Bildungsszenarien verschiedenste Sachen live mit Schülern auf spielerische Art und Weise machen kann. Thomas, stell noch mal ein paar Sachen vor, die du damit gearbeitet hast. Ja, ich setze das an einer Grundschule ein, in einer AG, wo wir im Computerraum sitzen und miteinander in dieser virtuellen Welt bauen. Wir haben schon ganz verschiedene Dinge gebaut. Ich bin Pfarrer und wir haben so eine Osterwelt gebaut. Da gibt es von den Tempel von Jerusalem und die Schüler sind ganz begeistert dabei und machen das total gerne. In welchen Fächern könnte man es noch einsetzen? Also in welche Bereiche kann man da spielerisch eindringen? Weil es ist ja eher so ein Lego, wo man bauen kann. Aber kann man nur bauen oder auch andere Sachen machen? Man kann sehr viel machen. Also so mit Klasse 3, 4 kann man einsteigen. Je höher die Klassen werden, desto anspruchsvollere Dinge sind möglich. Man kann ins Modding einsteigen mit höheren Klassen. Also richtig ins Programmieren oder wie man einen Server betreibt. Kann man üben, man kann geschichtliche Szenarien bauen. Ihr habt ja in Hannover was ganz Tolles gemacht. Diese versunkene Stadt, was war das nochmal? Palmyra, die versunkene Stadt, also Kulturdenkmäler, vom IS zerstörte Kulturdenkmäler, wieder aufgebaut mit einem Museum zusammen. Ja, super, vielen Dank. Wir sind gespannt, was wir gleich sehen. Danke. Hallo, mein Name ist Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt beziehungsweise dort als Jugendbildungsreferent für politische Jugendbildung und oft unter dem Label Junge Akademie Wittenberg unterwegs. Wir machen seit ganz vielen Jahren Projekte mit Minecraft oder in letzter Zeit noch viel mehr mit dem offenen, freien Tool Mindtest. In der Corona-Bildungszeit haben wir uns überlegt, wir müssten gemeinsam mit Partnern aus ganz Deutschland ein Projekt starten, das nennt sich, das sich Mindtest Corona-Bildungsserver nennt, und haben da ausprobiert, wie man Bildung im virtuellen Raum gestalten kann. Das genutzt wurde das vor allem erstmal von vielen freien Gruppen, von außerschulischer Bildung als Jugendort, als Treffpunkt für tausend andere Dinge. Es fanden dort aber auch erste Experimente mit Schule in der digitalen Welt statt. Ein Mathe-Projekt hat dort stattgefunden. Die Mathelehrerin ist dafür anschließend von ihren Schülern sehr gelobt worden. Wir haben Projekte ausprobiert, die zum Geschichtsunterricht passen. Eine Burg ist gebaut worden. Und wir haben auch ein Projekt umgesetzt, wo es um Lieferketten geht, also Produktionsbedingungen des Handykonsums. Ein Smartphone hat jeder Jugendliche. Und wie kann man zu dem Smartphone und zu fairen Bedingungen arbeiten und reden und wie kann man das machen? Und warum nutzen wir Minecraft oder beziehungsweise noch lieber das freie, mein Open Source Tool Mindtest? Weil spielbasiertes Lernen, Game-Based Learning, das schafft einfach nochmal einen ganz anderen Erfahrungshintergrund. Wenn ich erst was baue, wenn ich erst was spiele, wenn ich erst das lebe, dann habe ich das erfahren, ich habe es wirklich gefühlt, ich habe es nachgemacht. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich ganz anders drüber reden. Das ist, ganz oft sind wir in schulischen Kontexten, in außerschulischen, in Bildungskontexten grundsätzlich wahnsinnig kognitiv unterwegs. Wenn wir das aber übers Spiel machen, dann sind wir erfahrungsorientiert unterwegs und dann können gerade auch junge oder Kinder, junge Jugendliche oder auch Jugendliche, die nicht aus dem ersten Creme de la Creme der Bildungsbürgertums kommen, die können dann auch mitmachen und die sind dabei und die können das nachvollziehen und nachleben. Deshalb arbeite ich wahnsinnig gerne mit Spielen und in dem Fall mit dem freien Tool Mindtest. Hallo, ist wieder Tobias, aka Stogromi, mit einem neuen Vlog, diesmal zum Mindtest in der Schule. Wir sehen hier vor der Mathe-Town. In den letzten Wochen waren auf unserem Server diverse außerschulische Bildungsprojekte unterwegs. Wir hatten ein Jugendtreffen, was bei uns stattfand, diverse Jugendclubs am Unterschlupf gefunden. Aber es fanden auch Projekte für Schulen statt, die bisher vielleicht noch nicht so tief beleuchtet worden sind. Da ich nicht weiß, was dieses Mathe-Projekt hier leistet, habe ich einfach mal für euch ein anderes rausgesucht, was eine Lehrerin gemacht hat.
Dann nutzen wir wie immer auf dem Mindtest Corona Server die Points of Interest, also I fürs Inventar und dann Point of Interest. Und dann gibt es die Rubrik Maßstab. Das ist ein Projekt, wirklich mit der fünften Klasse gelaufen ist. Entschuldigung, das hat jetzt noch nicht funktioniert. Wir probieren es gleich noch ein zweites Mal. Zum Maßstab zu gehen. Und dann haben wir es. Und wenn ich jetzt hier also an diesem Maßstabspunkt bin, hat die Lehrerin das als vorbereitet gehabt, war dieser Leuchtturm. Und da steht dran, willkommen im Bereich Maßstab. Diese Lichtsäule ist 10 Meter hoch. Und hier unten war ein weiterer Maßstab und da stand dann dran, der pinkgelbe Maßstab ist 30 Meter lang. 30, ein Block, ein Meter, das ist das Wichtigste für den Maßstab. Und dann hat sie entsprechend die Schüler aufgefordert, was zu bauen und eben anzugeben, wie groß das ist, jeweils im Maßstab. Wir gucken uns mal das ist ein riesen Baumhaus, was hier entstanden ist. Wir können das mal ganz kurz angucken und da finden wir, das Baumhaus ist 16 Blöcke groß oder eben auch 15 mal 9 Meter sind 135 Quadratmeter. Das haben die Schüler gemacht. Tatsächlich, 5. Klasse geht es darum, Maßstab zu machen. Hier ganz einfach umgesetzt. Und die Lehrerin hat das auch nicht bereut, denke ich, weil die Schüler haben ihr, und das ist wirklich authentisch verbrieft von den Schülern auch, zwei schöne Schilder gebaut. Hier wohnt die beste Mathelehrerin der Welt und coolste, beste, witzigste Mathelehrerin ever. Anderes Thema ist Geschichte. 6. Klasse geht es um Burgen. Wir haben also um das Mittelalter und dazu gehörten auch Burgen. Wir haben hier einen Teilnehmer auf dem Projekt, der hat eine Burg gebaut. Also hier sieht man mit Falltor und mit Innenhof und Wohnturm und anderen Dingen eine riesige Burganlage, die also zumindest mittelalterlich anmutet. Das wäre was man relativ einfach in der 6. Klasse machen könnte, wenn ohnehin das Thema Burgen dran ist. Hier einfach einen bestimmten Auftrag, wie muss eine Burg sein, was kennzeichnet eine Burg, dann das bauen lassen. Anschließend kann man hier durch diese virtuellen Welten gehen. Wir gucken mal weiter, was wir noch gemacht haben aus dem Bereich Religion. Haben wir zum Beispiel ein kleines die Arbeiter im Weinberg Projekt gemacht. Da habe ich hier einen kleinen Bereich und dann finde ich drei Bücher hier. Die Arbeiter im Weinberg bekommen, sie werden ja zu unterschiedlichen Zeiten vom Markt geholt und bekommen am Ende alle einen Silberling. Man sieht hier einen Weinberg auch, den gebaut wurde, ist inzwischen ziemlich zugebaut alles. Und ganz zum Schluss ist die Aufgabe, ein Buch selber zu schreiben und in den roten Briefkasten zu tun und da einfach zu gucken, was ist denn das jetzt gerecht, was ist das, eine himmlische Gerechtigkeit, dass alle, egal wie lange man arbeitet, man bekommt einen Taler. Ist das sowas wie ein Grundeinkommen? Oder gar das Kommunistische, jeder bekommt das, was er braucht. Oder es ist einfach nur ungerecht, weil unser Gerechtigkeitssinn heute ja sagt, dass wir für jede Stunde, die wir arbeiten, einen gleichen Lohn haben und müssen wir dringend eine Gewerkschaft gründen. Das sind irdische Fragen, die sich Jugendliche dann an der Stelle und mit diesem Projekt beschäftigen können und stellen können. Wir haben außerdem einen kleinen Programmierkurs gemacht. Da gehen wir mal auf Programmierkurs. Und das ist der ganz klassische Anfangsprogrammierkurs. Man hat eine Turtle, eine Schildkröte, man sieht da hinten eine, die da steht und die muss jetzt in diesem Labyrinth, und wir haben diverse Labyrinthe gebaut, den Weg finden. Das heißt, ich muss nach relativ leichten Blockly-like Programmierung einfach sagen, Schildkröte geht 3 Schritte vorwärts, 5 Schritte zurück, 3 nach rechts, nach links. Trotzdem hilft das total, es ist ein super Einstieg in die Programmierung, weil was machen die Jugendlichen zuerst? Sie bauen, sie geben der Schildkröte den Auftrag zu laufen und dann läuft die Schildkröte los. Und wenn man sie nicht gestoppt hat, dann läuft sie und dann kann man sie irgendwo einfangen oder sich eine neue kaufen.